Die meisten Geocacher fragen sich früher oder später, wie kann ich selber einen Geocache verstecken und möglichst einer ziemlich viele Favoritenpunkte bekommt. Weil das heute nicht mehr ganz so einfach ist, ja, die Erwartungshaltung, die steigt, die Leute wollen immer mehr, immer geilere Caches, überlegt man natürlich als potenzieller Geocache-Owner, wie kriege ich das hin, wie kann ich einen möglichst großen, außergewöhnlichen Geocache herstellen. Und für viele scheitert das an der Location. Und ich möchte jetzt mal an einem Beispiel aufzeigen, wie einfach es sein kann, eine ziemlich coole Location, die Platz bietet für was Großes, zu finden. Der Punkt ist einfach, man muss mal überlegen, wer vielleicht ein ähnliches Interesse daran hat. Das Ziel eines Geocaches ist ja, Menschen zu einem Ort zu bringen und sie auf irgendeine Art und Weise herauszufordern. Wer hat auch ein Interesse daran, dass Menschen zu einem Ort gelotst werden? Alle die, die irgendwie ein Ladengeschäft haben oder was verkaufen wollen, müssen, wie auch immer. Und deswegen ein Verkaufsgelände haben, wo sie einfach Kundschaft brauchen. So, und da ein Beispiel aus dieser Kategorie ist sind zum Beispiel Baumärkte. Ja, hier ist ein Baumarkt. Der hat ein relativ großes Außengelände. Und diesem Baumarkt ist es wichtig, dass hier Menschen hinkommen. So, gute Voraussetzung. Und das kann man einfach mit dem Wunsch von Geocachern nach großen Geocaches verknüpfen. Denn die meisten Baumärkte haben hier solche Häuschen stehen. Und was wir einfach gemacht haben, ist, wir haben dem Baumarktleiter, dem Filialleiter, gesagt, wir würden gerne hier einen Geocache umsetzen. Dadurch kommen jeden Tag so ein paar Leute. Und er hat uns dann nicht nur hier einen Ort, sondern auch eine ziemlich coole Cache-Verpackung, die man hier im Hintergrund sehen kann, zur Verfügung gestellt. Wir gucken uns jetzt mal an, wie der Geocache funktioniert. So, Code ist eingegeben. Schauen wir mal, ob er passt. Passt sehr gut. So, und damit gehen wir jetzt mal zum eigentlichen Cache-Eingang. Der ist hier. Schließen das Ganze mal auf und dann schauen wir uns das mal an. So, super Cache mit hochmodernem EDV-System, Drucker, alles dabei, alles auf dem neuesten Stand der Technik, Logbuch, ein Sofa, ich glaube, das ist sogar ein TB, ja, ist es, ja, das ist der Anhänger. So, Fernseher, falls mal langweilig wird, eine Tauschkiste. Okay. Logbuch von einem alten Cache oder einem Event, weiß ich gar nicht mehr genau. Globus, eine Karikatur von mir. Mann, war ich da jung. Naja, so, ziemlich cooler Cache. Der hat nichts gekostet, außer einem Schlüsselsafe und einem kleinen Gespräch. Und so haben wir ziemlich cooles Gefäß für einen ziemlich coolen Cache bekommen, umsonst an einer einigermaßen geschützten Stelle. Hier so auf dem Vertriebsgelände ist zwar jederzeit zugänglich, aber hier will jetzt keiner groß Vandalismus betreiben. So einfach kann das gehen.